Ja, hallo Leute und willkommen zu einem weiteren League of Legends Gameplay von mir, dem Voice SIP. Und diesmal bin ich wieder auf der Toplane unterwegs. Diesmal bin ich aber ein Shen. Diesmal bin ich ein gewisser Charakter namens Shen. Der Tank mit dem Doppelteleport, könnte man sagen. So, was nehme ich denn? Die Klinge des Todes. Und wir machen uns auf den Weg. Das Geile ist ja, ich habe ja wirklich einen Doppelteleport, könnte man sagen. Ich habe meine Ulti, wo ich mich zu den Verbündeten warpen kann. Und meinen Teleport. Um wieder halt schnell mal auf meine Lane zu kommen. Hallo, ich will die hier aufstellen. Es geht nicht. Es geht. Ah, legen wir es halt dahin. Hauptsache, es liegt irgendwo. Der Tower ist fertig. Jetzt wird's tanky. Ich habe auch den, wie heißt der Shen im Deutschen? Der heißt, glaube Warlord Shen, glaube ich, im Englischen, so wie ich das jetzt gerade gelesen habe. Und Shen ist so ziemlich der krasseste Tank, den es im Spiel gibt. Vor allem, weil er einer der wenigen ist, die verspotten. Oh, da ist der gegnerische Shen. Hallo. Ich habe AD. Ich habe ein bisschen AD mitgenommen. 20. Der hat AP mitgenommen. Gut, das ist bei Shen auch ein bisschen sinnvoll, weil er ja mit AP ein bisschen basiert, aber ehrlich gesagt kombiniere ich den AD-Schaden gerne mit dem KI-Strike oder Kai-Strike mit meiner Passiven. Das sieht man immer, wenn ich so leuchte, dann sieht man, dass die Passive an ist. Das kombiniere ich ein bisschen immer gern damit. Das Coole ist ja, mit der Klinge kann ich mich regenerieren. Zum Beispiel, wenn ich damit Last hätte. Shen gegen Shen. So viel Pech muss man doch haben. Wie letztens, als ich Irelia gespielt habe, da hatte ich auch eine zweite Irelia oben. Furchtbar. Und genau wenn ich ein Video mache, dann habe ich den zweiten Shen oben. Nicht mehr normal, ey. Weiß auch nicht. Vor allem bei Shen. Shen ist ja der ultimative Tank. Und trotzdem muss ich gegen einen zweiten Shen kämpfen. Ich habe jetzt das Verspotten mal genommen einfach, weil das aggressiver ist. Ich versuche ihn einfach wegzudrängen, um mir den Farm zu sichern. Ich bin der aggressive Shen. What the fuck, was passiert hier? Also, ich find's ein bisschen krass gerade. Ich sollte nicht zu viel pushen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob da unten ein Jungler hocken kann. Bei uns wird der Gegner Jungler Rammus sein. Bei uns ist es ein Xin Zhao. Ihr habt den Ladebildschirm eh kurz gesehen. Bei uns ist es Rammus. Den hat man jetzt aber noch gar nicht gesehen. So, ich habe Level 3 erreicht. Den einen würde ich gern lassen. Nee, dies. Yeah. With order. Beer. Bisschen Geld farmen muss man ja. Das könnte echt witzig werden. Vor allem später dann im Teamfight oder so. Immer dieses ständige Verspotten. Vor allem, ich weiß auch, früher konnte Shen ja auch Vasallen verspotten. Jetzt kann er das ja nicht mehr. So ein bisschen nerven. Ich versuch die zu last hitten. Ah, jetzt hab ich's verkackt. Ich verbessere mein Schild. Hey, da war irgendwas. Ah, das war die Krabbe, oder? Ah, ne, Rammus. Da war Rammus gerade. Wir haben Xin Zhao als Jungler. Schauen wir mal, wie er abgehen wird demnächst. Das ist witzig, der Shen hat genau gleich viel Leben wie ich. Ich habe jetzt gerade den Taunt verfehlt, aber das ist mir relativ egal. Habe ich da gerade etwas Feindliches gesehen? Oder war das die... Ich könnte schwören, ich hätte was gesehen auf der Map. Weil ich will nicht gleich gegankt werden und dann so First Blood an den Gegner abgegeben und dann wäre ich schuld. Sehr kacke. Ich möchte als Shen lieber so ein bisschen passiv spielen und nicht sterben. Ja, das kann ein Shen am besten. Jetzt geht er langsam auch aggressiv in den Kampf.
Es ist halt Shen. Ah, das gibt's doch nicht. So, jetzt ist er tot. Aua. Das ist so krank. Zwei Shens auf der Lane ist schon irgendwie gaga. Das ist einfach merkwürdig. Erstens, weil das logisch gar nicht geht. Und zweitens, weil es einfach gestört ist. Zweiter, der krasseste Tank, wo es überhaupt gibt. Ich meine, er ist ja ein Full Tank. Das ist ja wirklich so. Aber ein sehr witzig zu spielender Full Tank. Vor allem, weil er ja auch wirklich auf Leben basiert. Das ist cool. Verspottet. Ich weiß auch nicht. Vor allem dieser Sound, wenn man verspottet, das klingt so witzig. Ich muss vor allem meinen KI-Strike ausnutzen, wenn ich angreife. Warte! Weil das Dumme ist, wenn man verspottet, hat man es gerade gesehen, dann läuft mein Shen hinterher. Das ist total kacke. Down. Jetzt habe ich bald meine Ulti. Kann ich schon bald den ersten Teleport-Gank machen. Jetzt kann ich das theoretisch auch. Hey, what the fuck? Meine Fresse. Oh, ja, Su gankt, ja, okay. Da muss ich nicht extra noch helfen, glaube ich. Ich behalte die Ulti lieber für später auf. Es sei denn, der Shen macht es jetzt auch. Dann warp ich mich natürlich auch runter. Wo ist denn der Rammus eigentlich? Ich mag es nicht, wenn ich hier oben top spiele und nicht weiß, wo der Jungler ist. Eigentlich ganz und gar nicht. Das Witzige an Shen ist einfach auch, dass er kein Mana hat. Er hat einfach Energie. Weil ich cool bin. Momentan stehe ich wieder ein bisschen im Vorteil. Aber wahrscheinlich nicht allzu lange. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es verläuft. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Oh, oh. Und tschüss, Rammus. Nein, don't do that. Ja, Rammus muss mich halt schon erwischen. Nein! Ja, er stirbt! Nein! Das First Blood war ganz knapp zu früh. Oh, die Gegner haben viel zu früh. Okay, wir haben dafür zwei Kills bekommen. Hallo, Rammus. Do you want to fight? Okay, das war eine dumme Idee. Soll ich es trauen? Soll ich es wagen? Ich könnte es schaffen. Mit dem Schild und richtigen Verschwörer. Ja, ich lasse es nicht. Okay, der hat Healpause, dann lasse ich es lieber. Ich gehe mal. Oh, da warpt sich Shen hin. Oh fuck, die wollen mich towerdiven. Das sehe ich jetzt schon. Habe ich zumindest das Gefühl bekommen, weil der Rammus da gerade wieder war. So, dann starte ich mich mal mit Leben ohne Ende aus. So, ich brauche ein. Da ich einen Shen oben habe, ich weiß nicht, Magie ist denn. Was haben wir denn für ein Gegnerteam? Ja, geht, ein bisschen Gemisch, Mischmasch. Ich kaufe mir Geistesansicht, dann regeneriere ich mich einfach schneller. Ich scheiße jetzt mal auf die Schuhe für einen Moment. Ah, er kauft sich einen Sonnenfeuerumhang. Auch nicht schlecht. Aber ich starte mich jetzt einfach mal mit Magieresistenz ein bisschen aus, weil wir unten eine Lux haben. Und allgemein macht der Shen ja ein bisschen AP-Schaden. Deswegen starte ich mich jetzt dagegen aus ein bisschen. Das sieht aus, ey. Es ist so gaga einfach. Ja, Mann, ey. Shen gegen Shen. Wie gaga ist sowas? Vor allem das Dumme ist, ich muss als Shen... Mit dem zu spielen ist gar nicht mal so einfach, weil man mit der Ulti sollte man ja Leute retten. Und dann, das heißt, ich muss oben oft gucken, wie es den anderen Leuten geht in meinem Team, damit ich die Ulti gut einsetzen kann. Was macht denn der What the fuck? Was? Meine Güte. Ja gut, ich habe eh den KI-Strike, also von dem her. Das ist so geil. Einfach nur weil Shen Shen. Das ist so gaga. Einfach nur gaga ist das. Okay, aber momentan sieht es sehr gut für mich aus gerade. Oh, wie sieht's mit Yasuo aus? Okay, er ist nicht halb tot. Weil wenn einer der Verbündeten halb tot ist, muss ich echt schauen, wie es den anderen geht. Es bringt mir nichts, wenn ich meine Ulti nicht einsetze. Da habe ich wieder angejumpt. What the fuck, ey?
Meine Güte. Oh, was ist da los? Komm, ich überhaupt nicht mehr zu diesem Sau. Damit er nicht stirbt. Das war Absicht. Einfach damit Xin Zhao nicht stirbt. Ich wollte einfach nur mal sicher gehen. Jetzt muss ich halt schnell wieder zurücklaufen. Ich hab's einfach mal gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt gestorben wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber ich hab's jetzt einfach getan. Weil es bringt mir nichts, wenn ich meine Ulti nicht benutze. Die Ulti ist ja für Teamfights oder so ganz gut. Oder wenn man einfach den Verbündeten helfen will. Und Xin Zhao sah für mich jetzt so aus, als ob er gleich sterben wird. Wer war denn das? Rammus, oder? Da ist er ja, mein Freund. Das ist so witzig. Einfach nur mal Shen-Shen-Fight, ey. Das ist so krank. Where's the line? Cause Shen ist cool. Meine Schwester ist auch ein Freund von dem Charakter. Also ich weiß nicht, die mag Ninjas allgemein. Ich weiß auch nicht. Sie spielt dieses Spiel zwar nicht, aber sie hat mir sehr oft beim Spiel zugesehen. So, meine Ulti ist jetzt ja für ganze 100 Sekunden noch weg. What the fuck? Es ist so gaga einfach. Und farmen. Und ich bin cool. Ich habe ein Schild. Das hat gar niemand. Und defeated. Was meint ihr? Schlage ich mich ganz gut? Im Moment ja gerade sehr schon. Und obwohl das ein Shen-Shen-Fight ist. Oh, da kommt Rammus. Hallo Rammus. Was läuft? Was geht? Rammuslein. Hallo Shen. Do you want to fight? Scheiße! Ich habe ihn ganz knapp nicht erwischt. Da kommt Rammus. Jetzt macht er gleich sein Erdbeben. Ich wette. Shen macht seine Ulti. Ich laufe lieber ein bisschen zurück. Jetzt hau ich mir den Rammus. Hey, what the fuck? Oh, jetzt macht er seine Ulti. Das gefällt mir gar nicht. In der Ulti sollte man nie drin stehen bleiben. Aber ihr seht, die hauen gerade zu zweit auf mich drauf und kriegen mich nicht down. Gut, das sind zwei Full Tanks. Rammus ist ein Full Tank und Shen auch. Also haben beide so ein Problem, was Damage angeht. Außer Rammus, der kann halt so ein bisschen mit seinem Erdbeben Schaden machen. So. Aber dem Yasuo geht's gerade auch nicht so schlecht. Also im Moment zumindest. Es kann sich ja noch wenden. Einmal hat Vladimir hat ja First Blood gemacht. Shen ist ja schon einmal gestorben, weil er so ein bisschen overextended hat. Zumindest sah es nach meiner Meinung so aus. Weil er mich noch erwischen wollte da beim Tower. Aber der eine Tower-Schuss, der hat ihn auch wirklich ganz knapp noch gekillt. Er ist ihm genau noch hinterher geflogen, sodass er sie gekillt hat. Der Shen ist auch schon ein Charakter, der ewig schon im Spiel ist. Also jetzt habe ich meine Ulti wieder. Muss ich wieder aufpassen, dass ich die wieder einsetze. Jetzt geht ja Shen zurück und wird sich wahrscheinlich wieder etwas Geiles kaufen. Wahrscheinlich wird er jetzt den Sonnenfeuerumhang komplett haben, wahrscheinlich. Ja, jetzt... Ne, er hat ihn noch gar nicht. Aber er hat eine Ward gekauft. Das gefällt mir gar nicht. Im Moment habe ich ja einen echten, ich glaube, einen Farmvorteil, oder? Weiß nicht, einmal habe ich ja kurz geholfen, den anderen. Ja, wobei, so weit auseinander ist es gar nicht. Aber ich guck mal, was der Asuso macht. Im Moment passiert bei mir eh gerade nicht so viel. Ja, ich muss jetzt auf die anderen aufpassen, weil die haben nicht viel Leben. Wenn die jetzt angreifen... Wenn die jetzt angreifen, gehe ich auch rein. Ich möchte so ein bisschen aufpassen. Da war ein Laser von Lux. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er was... Oh gut, Fresh ist weggekommen. Ich glaube, die greifen nicht an. Wenn sie es gemacht hätten, hätte ich mich jetzt reingestürzt mit der... hätte ich sonst mit der Ulti jetzt geholfen. Wobei, was passiert da unten gerade? Okay, die pushen den Tower halt. Das Allerfieseste ist, wenn man das hier macht. Zack. Aber jetzt habe ich es ein bisschen zu... Er war noch zu weit weg. Ah gut, der Tower hat ihn einmal getroffen. Schauen wir mal, ob Yasuo das packt. Wenn es ihm jetzt nämlich gleich nicht mehr so gut geht, hau ich... Wobei, er geht ja voll ab, der Yasuo. Ja, ja. Das schafft er schon. Als Shen muss man halt ein bisschen die Augen offen halten. Nicht, dass da dann die Verbündeten sterben, nur weil man zu blöd ist, aufzupassen.
Ich weiß nicht, ob es ein schnelleres Kommando gibt, dass man die Ulti schneller machen kann. Dass ich nicht immer so auf die Leute drauf gucken muss. Aber jetzt sieht es schlecht aus. Er hat ein bisschen zu viel Leben. Gut, ich bin ja auch im Fulltank. Und er kann absolut dasselbe wie ich, also... Ist halt ein bisschen kack, ein bisschen gaga. Und vor allem, wir regenerieren uns die ganze Zeit durch uns selbst. Vor allem, man muss aber bedenken, ich bin schon sau lang auf der Lane. Also, ich hätte jetzt schon wieder 2000 Gold, die ich wieder für etwas investieren könnte. Ich bleibe jetzt einfach ein bisschen passiv. Weil er hat momentan mehr Leben als ich, also ist er mir momentan auch in Führung. Ah, fuck. Hopp ich ein bisschen weg. Aber ich warte noch ein bisschen. Bei den anderen sieht es momentan eh gut aus, also, dass ich meine Ulti gar nicht brauche. Im Moment zumindest. Was macht er jetzt? Jetzt geht er in den Busch und wartet, bis ich komme, oder was? Sah zumindest gerade so aus. Ja, da ist er wieder. Okay, die anderen wollen irgendwas, wieder einen Angriff starten. Ich würde da jetzt gern gucken, was die da machen. Okay, was machen die da? Komm, ich spring rein. Ich habe ein bisschen getankt. Oh, da ist der gegnerische Shen. Aua. Naja, ich konnte den Tod der anderen noch ein bisschen verzögern. So, Geistesansicht, damit ich mich schneller regeneriere. Glanz wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Also gerade jetzt als Top-Laner. Wobei Glanz eigentlich dumm ist, oder? Ja gut, wenn die ein bisschen Mana. Mein Gott. Nee, 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 nee. So, ich meine, Trinity Force geht bei jedem ab. Zumindest bei fast jedem. Das bisschen Mana, was ich da jetzt verschleudert habe. Shen hat ja kein Mana. Er bekommt auch keine Energie dadurch. Das ist leider so ein bisschen scheiße. Aber ich Glanz ist schon etwas, das er brauchen kann. Weil er ja oft mit seinem Q angreift und dann kann er halt nochmal extra hart zuschlagen. Vor allem, wenn man das mit dem Kai-Strike oder KI-Strike kombiniert. Kai. Da ist er mit seinem Sonnenfeuerumfang. Ich bin jetzt halt so ein bisschen der aggressivere Shen. Gerade im Moment. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, weil ich meine, wenn ich hier gegen einen Fulltank kämpfe, der absolut dasselbe kann wie ich, dann ist es teilweise ja besser, wenn ich mich anders baue. Ich habe ja jetzt ja mehr Magieresistenz als Rüstung. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch wichtiger, weil Magieresistenz brauche ich. Gerade weil wir ja so ein paar Gegner haben, die eben AP-lastig sind, die Lux. Die tun ja später sehr weh. Selbst wenn die Supporter-like sind, der Laser macht trotzdem 300 Schaden oder was auch immer. Das ist jetzt halt blöd, wenn Yasuo jetzt was passiert. Okay, naja, macht ja nichts. Na, what the fuck? Aber mit Glanz geht das ab gerade. Und das, obwohl ich ein Fulltank bin. Naja. Man muss ja bedenken, Glanz aktiviert sich, sobald ich einen Skill einsetze. Aber ich glaube, das hat schon eine gewisse Abklingzeit. Ich glaube nicht, sobald ich dir jetzt direkt den nächsten mache. Halt eine kurze hat's. Also ich kann jetzt nicht zack, zack machen und dann habe ich dreimal Glanz oder sowas. Das geht nicht. Also ich glaube es zumindest nicht. Wenn ich den Sau jetzt kommen würde, wäre das genau ideal. Oh fuck. Genau deshalb die Magieresistenz, weil wenn jetzt so ein Gegner wie Lux kommt, kann es mir scheißegal sein. So, wie läuft's bei den anderen? Na geht. Wo ist jetzt Lux eigentlich? Die wollte wahrscheinlich einfach, dass irgendeiner der Shens mal gewinnt. Weil hier oben passiert ja einfach gar nicht. Ja wenn, dann musst du mich tanken lassen. Komm, lass mich die Ulti auf ihn machen, danke. Stand United! Oh nein, Sauren! Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Was ein Glück. Ey, was läuft denn hier jetzt? Jetzt hilft Lux dem Shen, oder was? I need help. I need the assist. I need the assist from you. Okay, Sau bleibt. Ja, wobei, du hättest schon zurückgehen können. Die gehen jetzt eh wahrscheinlich wieder weg. Durch Geistesansicht regeneriere ich mich jetzt ja extra schnell. Oh, Shen warpt sich unten hin. Aber ich glaube, dem seine Ulti war jetzt eher sinnlos, als dass sie was gebracht hat. Wobei, wenn Yasuo jetzt... Oh. Wobei,
Bei Yayasu geht doch ab, oder? Oh, das war scheiße. Ja, Vladimir ist eh oder W. Ich glaube, der W war's. Der ist halt echt scheiße. Ich kann das jetzt aber ausnutzen, da Shen tot ist. Wobei, der ist nicht lang tot und ich kann nicht gut pushen. Zumindest im Moment nicht. Ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich durch die Lane komme. Aber ich kann das jetzt nutzen zu pushen. Ein bisschen farmen. Dann hole ich mir jetzt den Tower hier. Nee, das. Oh, das. Oh, das. Oh, das. Shit. Und das. Oh, das. Oh, das. Oh, das. Und das. Und wie läuft es beieinander? Okay, läuft. Vladimir ist tot. Das Tolle ist, als Shen muss man sich gar nicht erst zum Team bewegen, meistens, weil man einfach die Ulti einsetzt. Haben die eigentlich den Drachen jetzt bekommen? Ne, haben die nicht. Aber das Geile ist, jetzt kann ich meinem Team gleich Unterstützung geben mit der Ulti. 20 Sekunden noch, aber ich kann es. Sonst nutze ich Teleport. Oh nein. Hä, Ramos ist Level 7? Oh, aua. Oh, okay, den tue ich aber ziemlich weh gerade. Okay, wieso ist der erst Level 7? Ist der AFK gegangen mal, oder was? Das ist aber kein netter Ramos, wenn er einfach sein Team im Stich lässt. Scheiße, ich habe ihn verfehlt. Naja. Dann laufe ich halt weg. Dumm ist, ich bin halt noch sehr, sehr langsam, weil ich halt keinen... Ramos hat einen Soundglitch. Hört ihr das? Der hatte immer noch den Sound von... Oh, was? Jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Egal. Lass mich gehen. Nein. Ich wurde 10.000 Jahre gestunt. Scheiße. Naja, Schuhe kommen ja jetzt dran. Oh, wieso haben die anderen jetzt angegriffen? Das war jetzt nämlich nicht sehr schlau, weil jetzt werden sie geowned. Gerade weil der Gegner Shen noch am Leben ist. Tristana ist auch nicht da, also... Das war jetzt ein bisschen scheiße von ihm, dass sie jetzt da reingerannt sind. Ich hätte jetzt gleich Trinity Force. Ach, ich brauche zuerst Schuhe, sonst komme ich da nicht... Sonst kann ich ja nicht mal laufen, gescheit. So. Frage kann ich mir aber schon mal ausbauen, damit ich wieder beschleunigt werde. Teleport! Scheiße! Oh, das ist kacke, wenn man Teleport einsetzt, dass man dann trotzdem 200 Sekunden warten muss, wenn der Tower zerstört wird. Kacke. Meine Ulti habe ich aber noch. Da ich aber gestorben bin... Oh, okay, Tristan hat hier durchgepusht, das war sehr gut. Oh Mann, der Tod war jetzt gerade so scheiße. Das ist einfach nur, weil ich zu langsam war, weil ich den Ramos noch erwischen wollte. Die Lux spielt bestimmt AP, oder nicht? Ja, die hat schon 6 Stacks. Das ist schlecht. Das heißt, sie muss mal unbedingt sterben. Einmal verspotten von mir und sie ist weg. Vor allem, weil ich so viel Magieresistenz gegen die habe. Oder gegen Vladimir. Das geht auch. Dieser beschissene Ramos, ey. Du bist schuld, dass ich vorhin gestorben bin. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ah, der Gegner Shen schon wieder. Es ist nervig. Oh nein. Nicht den Shen angreifen. Wenn, dann sie dir. Jetzt mache ich meine Ulti auf den Yasu drauf und kann ein bisschen reinhauen jetzt. Ja, ich Tower Dive, das ist gut. Aber ich sterbe jetzt davon. Nein. Leute, wieso bleibt ihr denn noch lange stehen? Okay, Vladimir ist tot. Lux hat schon 8 Stacks, könnt ihr sie mal töten? Die hat immer noch 8 Stacks. Das Gute ist aber, wenn sie mal stirbt, dann ist alles weg. Jetzt bin ich schon wieder tot, Mann. Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel geflogen. Nimmt mein Fraps danach noch auf? Einen Moment. So, da bin ich wieder. Was Fraps? Wegen Skype bin ich gerade rausgeflogen. Und mein Teleport ist immer noch nicht bereit. Gut, Xinzao kann jetzt hoch. Oh nein, da kommt der Gegner schon. Und ich habe leider mein Teleport nicht. Scheiße. Aber Xinzao jetzt auch weh. Gut, er kann jetzt schon ein bisschen runterkloppen, weil er ein Full Tank ist. Und er Tower Dived und merkt es gar nicht. Der Shen Tower Dived die ganze Zeit. Er hat es gerade gar nicht gecheckt.
Oh Mann, das ist ein Spiel. Shen gegen Shen, ey. Ich habe mich halt lieber für Trinity Force entschieden. Statt auf Sonnenfeuerumhang. Aber er kauft sich jetzt auch. Er hat jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr Geld als ich. Farm habe ich immer noch mehr. Zwar nicht viel. Greif doch nicht den Shen an. Der ist sinnlos. Lauf dem doch nicht lang hinterher. Oh nein. Genau deshalb sollte nicht dem Tank hinterherlaufen. Jetzt feeden die Lux noch vor allem. Und die hat eh schon dieses komische Teil. Jetzt hat die schon wie viel Stacks schon zusammen? Jetzt hat sie schon 12. Ey, ihr müsst sie mal töten. Das ist so ätzend, ey. Jetzt sind die extra noch dem Shen hinterhergelaufen, ey. Manche Overextenden, das ist nicht mehr normal. Gut, das habe ich auch schon oft getan, aber... Aber jetzt nicht so in dem Ausmaß. Dass ich noch extra vor allem dem Tank hinterherlaufe. Der Tank, der wohl eh dazu da ist, den ganzen Schaden zu nehmen. Es sei denn, du weißt, okay, die ganzen Gegner sind nicht da. Dann mach's, auf jeden Fall. Dann kannst du es machen. Dann töte den Tank von mir aus dann, aber... Sonst macht das einfach keinen Sinn. Den zu töten bringt ja gar nichts. Zumindest würde ich ihm nicht noch so auffällig hinterherlaufen, weil er eh irgendwo seine ganzen Teamkameraden hat, die man nicht sieht, und dann verkloppen sie einen, wenn man hinterherläuft. Hat man ja gerade gesehen. Also hast du jetzt in den Tod gerannt. Mix in Sau. Und Fresh. Ich glaube, der ist auch noch in den Tod gerannt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das Gute ist, wenn ich Shen schon ein bisschen tot klopp, dann kann er seine Ulti nicht mehr effizient nutzen. Weil er einfach selber schon zu schwach ist. Jetzt ist der Rammus schon wieder. Lass mich mal flashen. Ach, dieser blöde Rammus. Rammus ist halt wirklich so ein... Okay, der hat das Smite auf die Vasallen gemacht. Was macht er denn jetzt? Okay. Er rollt einfach just for fun. Zwei Full Tanks. Hilfe. Help. Ich hilf einfach mal rein. Yasuo kommt jetzt ja eh und... Wird mir dann helfen, das Erdbeben von Rammus ist eh schon weg. Jetzt flasht er sich aus irgendeinem Grund zu meinem Tower. Da schon. Oh nein, er hat die Ulti eingesetzt. Aber er ist noch gestorben, zum Glück. Er wollte sich gerade so retten, aber es hat ihm nichts mehr gebracht. Ich warp mich jetzt zu Fresh. Komm, lass mich verspotten. Scheiße, verfehlt. Boah, ich bin so blöd. Jetzt habe ich den eh verfehlt. Komm, die Ulti ist doch jetzt eh gleich vorbei. Lass mich sie verspotten. Ach, scheiße! Darf nicht wahr sein. So, jetzt komm. Down. Geht doch. Ich habe schon wieder meine E vorhin verfehlt. Das darf nicht wahr sein. Ja, das ist dann so. Ich hole mal eine Trinity Force jetzt. Da kann ich jetzt nämlich voll abgehen. Ich vermute es zumindest. So, ein bisschen Rüstung noch kaufen, damit ich noch Muster bin. Wobei, ich sollte eher den kaufen, noch mehr Leben. Rüstung habe ich ja einigermaßen. Ich kann leider kein Gürtel des Riesen kaufen, aber so ein Schulterpanzer. Das ist nichts Schlechtes. Yasuo. Okay, er killt den Rammus, ey. Ah ne, er killt ihn nicht. Lass ihn doch sein. Renn doch nicht in deinen Tod. Jetzt rennt er in den Tod rein. Leute, das ist Overextend. Wenn man den Kill haben will unbedingt, aber dabei seine eigene Sicherheit vergisst. Nichts gegen den Yasuo jetzt, aber das ist echt, manchmal sollte man es lieber lassen, weil sonst rennt man noch in den Tod rein und das ist es dann echt nicht wert gewesen, dem einen Kill hinterher zu rennen, wenn man dann dabei selbst stirbt. Ja, der Shen, der ist jetzt tot, auf jeden Fall. Da sind die anderen. Oh, das war super von Fresh. Oh nein. Meine Internetverbindung. Ich glaube, sie schwankt gerade ein bisschen. Aber irgendwie... Nein! Meine Internetverbindung! Scheiße! Und ich weiß gerade nicht, was passiert. Oh, okay. Irgendwie merkt es wieder was. Scheiße! Ich check nicht, was passiert! Oh nein! Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute. So ist das. Man spielt League of Legends. Möchte für euch... ein Video aufnehmen, ein Shen-Gameplay und ja, was ist passiert gegen Ende?
Es lag nicht an meiner Internetverbindung, sondern das Spiel ist gecrashed. Also der Server ist da irgendwie gecrashed. Weil ihr seht hier, wenn das Spiel weitergelaufen wäre, dann wäre hier jetzt ein Geflohen oder Defeat, wie hier zum Beispiel. Ist hier nicht. Bedeutet, dieses Spiel hat nie stattgefunden für League of Legends. Es tut mir leid, ich wollte für euch ein vollständiges Shen-Video haben, aber naja, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse und ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem genossen. Ich meine, es waren jetzt ja, wie viele Minuten, so über 20 Minuten, die ich mit euch jetzt gespielt habe und ich fand es einfach zu schade, um das wegzuschmeißen und es war einfach zu witzig, diese Shen gegen Shen-Kämpferei. Aber ich kann leider nichts tun dagegen. Ich habe vorhin die ganze Zeit versucht, ich habe sogar mein Internet neu gestartet, um wieder ins Spiel zu kommen, aber der Server ist abgestürzt in dem Moment. Keine Ahnung, irgendwie ist das. Ich habe dauernd versucht zu reconnecten. Und es ist nicht gegangen. Immer war ein schwarzer Bildschirm und dann. Ja, dann stand da immer so eine Meldung, bitte schicken Sie das an Riot Games und. Blablabla. Keine Ahnung, so also eine Fehlermeldung halt und. Ich konnte mich nicht mehr mit dem Server connecten. Ja, leider sehr schade. Ich hätte gern das Spiel zu Ende gespielt. Es war nämlich, es sah nicht schlecht aus für uns. Und allgemein hatte ich sehr viel Spaß an dem Spiel. Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse und habt trotzdem das Gameplay so genossen, wie es war. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Zu viel gebracht. Ah, oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?